Hallo zusammen, ich bin's wieder, Nicole von Step Up Your Life. Ja, meine heutige Idee ist mal eine Karte und auch im Weihnachtsstil. Ja, wir Bastler sind uns ja immer unserer Zeit voraus. Bedeutet dann aber auch, ab Weihnachten seht ihr, oder kurz vor Weihnachten seht ihr hier auch nichts Weihnachtliches mehr. Wir können jetzt bald die Frühjahrsartikel bestellen und dann müssen wir schon wieder in den Frühjahrsmodus wechseln. Nichtsdestotrotz, auch ich gehe auf Weihnachtsmärkte und heute ist diese Karte entstanden. Das ist so eine Funfold-Card mit mehreren Klappen. Ich finde das immer wieder ganz witzig, wenn man so mehrere Seiten aufklappen kann. Und wie ihr die machen könnt, das zeige ich euch heute. Und zwar fangen wir mit der Grundkarte an. Dafür braucht ihr ein Stück DIN A4 Papier. Ich habe jetzt hier Jade genommen. Und das legt ihr euch in euer Falzbrett. Und jetzt muss ich mal gerade schnell gucken. Und zwar brauchen wir die komplette Länge. Und bei der Breite kürzen wir uns an der 21 cm Seite das Papier auf 14,5. Dann bleibt sowas hier übrig. Das hebt ihr euch gut auf. Das braucht ihr für innen. Und dann legt ihr los und legt das Papier mit der langen Seite oben an und falzt dann bei 9,9 und bei 19,8. So. Ich falte das jetzt mal kurz, dass ihr das gut gleich ein bisschen besser sehen könnt. Dann habt ihr hier nämlich schon zwei so Laschen. Klappen und die müssen wir uns noch einkürzen. Also im Prinzip habt ihr jetzt so eine Klappkarte, ne? Und die kürzen wir uns jetzt. Und zwar habe ich ja eine Klappe hier, die so ein bisschen schmäler ist und eine, die ein bisschen breiter ist. Für die bisschen breitere legt ihr euch das Papier mit der kurzen Seite oben an und schneidet bei 10 cm, also von oben bis zu dieser ersten Falz, 10 cm und schneiden bis zur ersten Falz. Und dann legt ihr euch das Ganze bei 7,5 cm an und schneidet von unten bis zur ersten Falz. So. Und jetzt könnt ihr euch die beiden Stücke hier noch wegschneiden. Das könnt ihr mit dem Schneidbrett machen, einfach bei 9,9 anlegen und runterschneiden. Und hier dann gleiches Spiel, einmal auf den Kopf gedreht, 9,9 und runterschneiden bis zur Falz. Dann solltet ihr das hier schön sauber abgeschnitten haben. Und so habt ihr schon eure Grundkarte. Das Schneidbrett kann weg. Denn da habe ich jetzt schon ein bisschen vorgeschnippelt. Und zwar braucht ihr, also ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, dass man außen relativ viel Designerpapier sieht. Wenn ihr das nicht wollt, stempelt euch irgendwas Schönes, wie ihr es mögt. Und ich habe mich, wie gesagt, für Rot entschieden und habe mir dementsprechend Mattungen geschnitten in 9,5 x 14,2. Dann für die eine Seite 9,5 x 9,7 und für die kleine Lasche 9,5 x 7. Und das klebe ich jetzt auf. Das habe ich mit dem Abroller gemacht. Und ich klappe mir das dann immer so um. Und dann kann man hier auch noch ein bisschen schieben. Und das große nach innen. Ihr könntet jetzt hier auch weiß nehmen. Hatte ich auch kurz überlegt, ob ich weiß nehmen soll. Aber ich bleibe jetzt mal so, wie es ist. Und die Karte könnt ihr eben super toll für jeden Anlass dann dekorieren. Also nicht, wenn ihr aus dem Set, das ich jetzt hier verwendet habe, das ist ja das Set, festlich geschmückt.
Und da ist ja bei den Stanzformen unter anderem dieses süße Paket dabei. Wenn ihr das dann vorne drauf macht, habt ihr schon wieder ein Geburtstagsgeschenk, ne? Eine Karte zum Geburtstag. Und das kommt hier hin. Na. Bin ich falsch? Ja. So. Und dementsprechend habe ich mir dann auch Mattungen zugeschnitten. Dabei könnt ihr dann darauf achten, wenn ihr ein Papier mit einer Richtung habt, dass ihr da so ein bisschen darauf achtet. Ne? Bei mir passt das jetzt hier eigentlich relativ gut. Ich drehe es mal rum. Ja, so. Und das klebt ihr euch dann auch auf. Mit den Zuckerstangen wäre auch süß. Dann könnte man, Gartengrün benutzen, passend dazu. Jetzt nochmal aufpassen. Aha, dachte ich nur, ne? So. Das aufkleben. So. Dann habt ihr schon die beiden Klappen. Hatte ich euch da die Maße gesagt? Also, das Designerpapier hat das Maß 1x9 x 9,2. Und einmal 9 mal 6,5. Des Weiteren habe ich mir dann hier noch für innen Flüsterweiß. Das habe ich so ein bisschen kleiner gewählt. Und die haben das gleiche Maß. Also hier auch 9 mal 9,2 und 9 mal 6,5. Die könnt ihr auch schon einkleben. Also ihr seht, wenn ihr euch das mal zugeschnitten habt, geht es eigentlich relativ fix. So. Jetzt müssen wir uns noch um die Klappe hier innen kümmern. Und dafür habe ich dann dieses Reststück, das wir vorhin abgeschnitten haben, habe ich mir einfach eingekürzt auf 21 mal 6,5. Mein Schneidbrett 21 mal 6,5, das sollte passen und es wird gefalzt bei der Hälfte, also bei 10,5. Auch einmal nachfalzen und dann könnt ihr auch das schon dekorieren. Hier habe ich mir dann das passende Designerpapier auch wieder hier auf die Richtung achten, wenn es einklebt. So, und dann können wir das gefalzte von eben jetzt schon hier einkleben. Das habe ich auch einfach wieder mit dem Klapproller. Und ich gucke, dass ich das halbwegs mittig hinkriege. So. Und dann könnt ihr euch hier auch schon eine weiße Mattung reinkleben. Die hat das Maß von 6 x 10 cm. So. Check. Und das passende Designerpapier auch wieder 6 x 10 cm. So, jetzt stimmt auch die Ausrichtung. Und dann könnt ihr schon anfangen zu dekorieren. Das habe ich jetzt vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt hier einfach, ich hole es mal ins Bild. Ich habe einfach mal wild drauf losgestanzt. Und zwar ist in dem Stempelset
hier auch diese zwei Tannenstempel dabei. Die habe ich mir aufgestempelt, einmal in Jade und einmal in Glutrot. Wenn ihr die dann ausstanzt, bekommt ihr automatisch die beiden Umrandungen mit. Genau, die habe ich mir dann außen aufgeklebt. Da habe ich jetzt auch gar nicht viel mit Dimension gemacht, sondern ganz einfach plan aufgeklebt. Die Karte hat ja doch schon eine gewisse Höhe. Einfach aufkleben. Und den kleinen roten. So. Den Spruch, den ich hier hatte, der war, glaube ich, aus welchem Set war der denn? Den hatte ich aus dem Set. Ah, das war diese Baum gut, alles gut. Aber jetzt nehme ich mal den Spruch, der da im Set enthalten ist. Hier kommt ein Gruß zur Weihnachtszeit. Den finde ich nämlich auch recht schön. Und den stempeln wir uns einfach auf weißen Farbkarton im Momento. So. Tschuck. Und den schneide ich mir einfach mit einer Schere einmal gerade weg. So. Und den habe ich mir jetzt tatsächlich mit Dimensionals aufgeklebt. So. Na. Und das habe ich hier so ein bisschen über die Bäumchen. So. Im Innern habe ich dann, wenn ich aufklappe, auf die kleinere Lasche, habe ich mir einfach ein Bäumchen, das kleine innen in weiß, ganz schlicht aufgeklebt und aus dem Set mit dem Sternenstempelchen, da ist so ein süßer kleiner Stern dabei, einfach ein Sternchen, gar nicht viel Aufsehens machen. Und bei der zweiten Seite, die ist ja ein bisschen größer, da habe ich ein bisschen mehr Platz. Weil man braucht ja noch ein bisschen Platz zum Schreiben, habe ich mir das große Bäumchen aufgeklebt und hier einmal das kleine Geschenk mit Mini Dimensional so ein bisschen unter den Baum gelegt und die Zuckerstange, die liegt da so dabei und auch hier gibt es ein paar Sternchen. In dem Fall hier jetzt 3 Stück. So. Und im Innern habe ich mir die süße Girlande hier, die ist auch bei den Stanzformen dabei, einfach auf weiß ausgestanzt und habe mir die einfach mit Malstiften, hier ist es egal, das ist ja so winzig klein, mit Blends oder den Write Markern einfach koloriert. Und die habe ich mir so oben ein bisschen ins Eck geklebt. So, wie klebe ich es denn? So. Ich habe mir jetzt auch wirklich hier nur auf die Glühbirnchen ein bisschen Kleber gemacht. Und hier auch dann wieder ein paar Sternchen aufgestempelt. Und im unteren Bereich habe ich mir dann den Spruch mit Lichter, Glanz und Heiterkeit in Rot aufgestempelt. Und dann haben wir wieder schön alle Farben aufgenommen, die in der Karte enthalten sind. Ja, fehlt noch was, ja. Hier habe ich mir noch ein Bäumchen aufgeklebt, aber das ist optional. Also ihr könntet jetzt auch hier die Seite noch ausschmücken. Das Einzige, ich würde darauf achten, dass das dann hier, dass das nicht oben rausguckt, ne?
Da habe ich normalerweise würde ich jetzt hier unsere Klebefolie hinten dran legen. Aber das ist ja mehr oder weniger ein Abfallprodukt hier. Deswegen ist es jetzt nicht gelohnt. Deswegen habe ich das ganz klassisch mit der Hand aufgeklebt. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein paar Glitzersteinchen aufbringen. Ich hatte jetzt hier die roten genommen. Wir gucken mal noch, wie es mit... welche nehmen wir denn? Sollen wir mal die klassischen nehmen? Oder nehmen wir noch mal rot? Was nehme ich denn? Ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, ich nehme mal die klassischen, wie das aussieht. Dass man mal einen Vergleich hat. Und dann nehme ich dann auch wieder verschiedene Größen. So. Tschuck. Und schon ist eure Karte fertig. Also ihr seht, eine effektvolle Karte. Ihr könntet hier, wenn ihr wollt, jetzt auch noch ein Bändchen drumherum legen. Aber ich denke, ich werde die ja mit der Post, da werden die ja verschickt und dann ist ein Bändchen immer so ein bisschen schlecht zur Weihnachtszeit. Ja, und ja, das war's für heute. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und noch viel mehr freue ich mich über eine Bestellung, denn damit belohnt ihr meine Arbeit, wenn ihr meine Videos guckt. Ja, jetzt sage ich euch danke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!